Hey und willkommen, ich bin der Nigel, ich begrüße euch zu einem neuen Video von Morhun Card Panda. Und ich bin total schlecht gelaunt. Weil es jedes Mal, wenn ich aufnehme, es einfach mittendrin leckt, obwohl die Einstellungen so niedrig gestellt sind, dass das eigentlich nicht möglich sein kann. Guckt euch das jetzt an. Noch leckt es nicht, aber ihr werdet es mitten im Spiel merken, dass es einfach zwischendurch leckt, ohne dass irgendwas passiert eigentlich. Ohne dass eigentlich irgendwas problematisch sein müsste. Also entweder kommt er einfach mit... Ja, jetzt auf einmal, ganz plötzlich. Ich mach nichts. Ich mach gar nichts. Und es leckt einfach. So als würde ein Programm im Hintergrund sagen, nee, jetzt ärgere ich dich mal. Aslak. Jetzt komm, Alter, das nervt so tierisch. Das ist schon alles runtergestellt. Texturdetail niedrig, Objektdetail niedrig. Soll ich vielleicht noch die Gammastrahlung runterstellen? Ah ja, soll ich jetzt so spielen oder was? Was ist das denn für ein Blödsinn? Eine Ewigkeit später. Okay, wir sollten uns auf diesmal darauf konzentrieren, was wir nehmen. Weil das ist diesmal ziemlich wichtig. Bremskraft, Bodenhaftung. Weil wir haben jetzt auch Kröt und Frosch ist auch wieder drin. Ich glaube, wir nehmen den Affe. Pitstop geht nicht. Weiter. Drücke Space, um das Rennen zu starten. Sagen, dass der Affe schon mal deutlich besser unterwegs ist als der Rest der Welt. Es ist nur interessanterweise der Frosch vorne. Alles klar, was war das denn für ein Scheiß-Item? Lässt du mich mal gefälligst vor? Nein, natürlich nicht. Und es leckt auch wie Sau. Obwohl ich mir nicht erklären kann, wieso. Dein Scheiß Ernst jetzt. Macht euch mal Platz hier, Alter. So, Froggler. Wieder in Kurven nehmen. Natürlich gibt es hier auch keinen Windschatten. Sondern rein normales Fahren. Hä, what the fuck? Ich bin gar nicht in die Richtung gefahren. Ich bin aus dem Weg, Alter. Alter! Geht mir doch alle aus dem Weg, Alter. Lass mich ernster werden. Diese Kartspiele sind so anstrengend. Gehen so hart auf den Sack, Alter. Tja, du kannst scheinbar nicht treffen. Ich schon. Hier auf den Strecken ist man scheinbar auch nicht länger schneller, aber... Okay. Hä, ja! Junge, hört doch auf. Ey, das ist doch... Wie ist das möglich, dass die mich immer so zur Seite drängen können und ich die nicht? Was ist denn da bloß falsch? Wie? Wie ist das möglich, dass du so hart abgedriftet werden kannst? Wie kann es sein, dass man als Affe, als fetter, klobiger Affe weggeschoben werden kann? Wo eher schieb ich die anderen mit meinem Gewicht weg, als dass es genau andersrum ist. Das ist doch echt... Hier werden wieder die ganzen Physics außer Kraft gesetzt, die wir in den vorherigen Morhun-Card-Teilen deutlich besser aufgehoben waren. Und genau die Items, die bei dem Morhun 3 mit drin waren, haben sie natürlich auch wieder hier mit reingebracht. Was auch wieder völliger Müll ist. Zack, dong. Das ist halt richtig assi. Hat schon mal jemand gegengebrettert? Problem ist, es braucht halt echt Jahre, bis du angekommen bist, ja? Das dauert halt richtig lange. So, jetzt. Was zum Fick macht der Affe für Bewegungen? Sieht da nach aus, als würde er sich gerade auf den Balken abstützen von diesem, von dem Auto. Jeder normale Typ würde, jeder Nerd würde natürlich sagen, das sind keine Balken, das ist irgendwas, was halt zum Zusammenhalt gehört, was halt quasi wichtig ist. Ich sag einfach, das sind Balken. So, ich bin Erster, hab dadurch $50 gekriegt, weiter geht's. Es geht zum Pitstop. Man kann hier auf jeden Fall ein bisschen upgraden. Das Ganze angeht.
2% Drifting, 2% Endgeschwindigkeit, 1% Geschwindigkeit, 2% Beschleunigung. Farbe? Oh je. Da kaufe ich mir wohl eher nochmal neue Reifen. Und dann geht's weiter. So Leute, macht mal Platz hier, ich möchte gern vorbei. Das mit den Kurven nehmen ist schon mal erstklassig, ne? Wissen wir ja alle. Komm, 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 komm. Mal hier den Rand nehmen. What the fuck? Ja, das ist auch wieder aus Mario geklaut. Bananen. Bananenschalen. Ja, genau. Du wirst die ganze Zeit herumgeschubst. Alle anderen können ganz normal fahren. Und du wirst hier komplett aus der Bahn geworfen. Richtig lustig. Genau so will ich das haben. Ah ja, genau so muss das sein, ne? Alter. Das regt richtig auf. So, die denken, dass ich jetzt in diese scheiß Kugel da reinfahre, Alter. Denk mal falsch, Aslachs. So, jetzt muss ich erstmal hier gleich wieder die Abkürzung nehmen. Zack, zack. Das war gut gekurvt. Wo kommst denn du jetzt her? Ach ja, richtig, du hast Speed, ne? Ich merk schon. Wir werden noch richtig gute Freunde, wenn das so weitergeht. Wird hier ein echtes Kopf an Kopf rennen jetzt. So ein scheiß Frosch, ey. Der bei mir die ganze Zeit immer geleckt hat, weil... So, Alter. Alter! Ach ja, genau! Hey, was ist denn das bitte für eine Physik? Weißt du, ich werde hier um einen halben Meter geworfen. Und alle anderen... Das ist so dumm, Alter. Als nächstes kommt Macau. Erste Münze habe ich. Zweite Münze habe ich auch. Lecks des Todes. Wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Alter. Dieses Scheißspiel, Alter. Wie kann denn so ein steinaltes Spiel rumlecken? Vor allem bei so einem eigentlich recht guten Laptop. Wie ist das möglich? Was sind das für Physics, Alter? Und vor allem von dem Alien werde ich weggedrückt. Hey, yo, was ist denn das für eine Physik, Alter? Noch eine. Es leckt aber nur ein bisschen. Wie kann denn das sein, dass dieses Scheißspiel alle 5 Sekunden leckt? Na gut, alle 5 Sekunden ist ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall habe ich jetzt so ziemlich die meisten. Es fehlen noch 3. Ich weiß noch nicht, was mir das bringt, die Münzen einzusammeln. Jetzt habe ich 10. Ich finde halt gerade keine weitere Münze. Oh, ich werde berufen. Moment. Besuch ist auch wichtig. So, weiter geht's. Ah, hier vorne sind die alle. Das lag leider.
Ach, jetzt bleibe ich ernsthaft an diesem dummen Stein hängen, Alter. Fress mal meinen Staub, Alter. Lex. Boah, Alter, diese unglaublich verfickten Lex. Ich weiß nicht, wo die letzten Endes herkommen. Wirklich. Und jetzt leckt es wieder wie Sau. Wo kommt denn das her? Rechner, beherrsch dich doch jetzt endlich mal. Beherrschung. Ich habe ehrlich gesagt auch echt keinen Bock mehr auf diese verdammten Kartenspiele. Der letzte Dreck. Na. Aber immerhin bin ich Zweiter geworden, das ist auch gut. Habe halt $11 zusammengekriegt. Ne, ich bin jetzt bei 155 sogar. Alter, sind die schlecht. Mal kurz in den Pitstop. So, an dieser Stelle ist meine Aufnahme einfach abgebrochen, da ich wieder mal nicht genug Speicher hatte. In dem Fall habe ich nochmal eine weitere Aufnahme gemacht, die jetzt ihr hier nochmal seht. St. Petersburg ist hier abgebildet und die Musik ist natürlich auch ganz dufte. Allerdings hasse ich diese Kartspiele einfach nur noch. Ich kann echt nichts mehr dafür, dass die so hart rumlegen. Dass mir das so oder so halt richtig schon auf die Nerven geht und auf den Zeiger an sich. Morgen kommt dann ein besseres Video, also ein neues Mohun-Video. Und ich hoffe, dass ich endlich mal mit Mohun Schluss machen kann. Das heißt, das endlich mal zu fixen, fertig zu werden mit... ja, ich habe echt keine Lust mehr. Wir sehen uns dann in einem neuen Video und viel Spaß jetzt noch mit den lustigen... Szenen, die während des Videos auch passiert sind, zusammengeschnitten durch, ja, zusammengeschnitten von mir. Bis denne.